Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Und ja, der Matze will euch mal, er will sich heute mal kurz zurückmelden. Er lebt noch. Habt jetzt einige Zeit nichts von mir gehört. Das hat auch seinen Grund. Am 10.9. bin ich mit einem Kumpel, sind wir mit den Motorrädern nach Südtirol runtergefahren. Also erst nach Österreich und von Österreich dann nach Südtirol. Haben dort die ganzen Berge abgefahren, bis ich es nicht mehr sehen konnte. Ja, eine Woche davor, also vor dem 10. die Woche, ich Stress mit den Augen. Irgendwie waren die Augen total trocken. Ich habe dann hier so Augentropfen reingemacht, die aber wahrscheinlich auch nicht mehr so gut waren. Jedenfalls am Freitag fingen die Augen dann höllisch an zu brennen. Die Tour war, also Freitagabend, die Tour war ja für Sonntag geplant, der Start. Sagen wir so, glaube ich, 10.30 Uhr war Werner da. Wir haben dann noch einen Kaffee getrunken und sind dann 11.30 Uhr so die Dreh losgefahren Richtung Österreich zu seinem Kumpel. Jedenfalls war am Freitagabend haben die Augen höllisch gebrannt. Am Samstag hatten die Ärzte alle zu und dann bin ich halt noch in die Notaufnahme gefahren nach Halle ins Uniklinikum und hatte ja gedacht, dass das vielleicht auch eine Bindehautentzündung ist. Irgendwas braucht er jedenfalls Medikamente für die Fahrt. Ja, stellte sich raus, es war keine Bindehautentzündung, halt doch trockene Augen, also wirklich richtig trocken, das ist irgendwie keine Ahnung. Jedenfalls hat er mir dann trotzdem noch so antibiotisches Mittel verschrieben, was ich im Notfall hätte nehmen können, habe ich aber nicht gebraucht. Ich bin dann in die Apotheke, habe mir dann nochmal für 19 Euro Augentropfen geholt. Ja, und dann ging es dann los und war alles super geil. Ich werde dann auch noch ein paar Videos dazu machen. Ich habe, glaube ich, so an die, ja, schätze ich mal, 20 Stunden Videomaterial plus Fotos vom Handy plus Videos auf dem Handy. Leute, die meinen Instagram-Account abonniert haben oder mir folgen sozusagen, waren ständig auf dem Laufenden oder fast ständig. Ich bin auch am Donnerstag letzte Woche, sind wir, wie hieß das, Dilfser Joch, das ist so fast 2800 Meter hoch. Schön hochgefahren, eine Spitzkehre nach der anderen. Ich war dient danach, weil an der vorletzten Spitzkehre bin ich aufs Maul gefallen. Ach Mann, Leute, scheiße. Matze ist in der Spitzkehre weggerutscht. Ja, so. Jetzt hier wieder ein paar Kratzer. Ach komm. Und der Bremshebel ist auch, hat auch irgendwie was abgekriegt. Aber sonst alles okay, hoffe ich. Ach man, so eine Scheiße aber auch. Könnte kotzen. Ich glaube, zu wenig Geschwindigkeit gehabt und ich bin mit praktisch zu wenig Speed um die Spitzkehre da. Irgendwie ist mir dann die Karre weggekippt. Lag da mal so wie ein Maikäfer drunter und die Schnauze voll. Der Bremshebel war ein bisschen beschädigt und Kratzer an der Verkleidung. Aber sonst toi toi toi, Glück im Unglück nochmal gehabt. Ja, dann fing das auch noch zu wissen. Aber ich will jetzt ja nicht zu tief eintauchen. Ich bin wieder da sozusagen. Ach so. Aber noch nicht ganz, weil ich mir bei diesen ganzen Berg- und Talfahrten knackt es andauernd in den Ohren, dann wieder runter. Dann hast du wieder so einen Druck auch noch auf den Ohren gehabt. Wenn du runtergefahren bist, war es irgendwie viel schlimmer als hoch. Ich hatte Ohrenschmerzen. Dann kamen nochmal so drei solche Berge da. Nicht ganz so schlimm, aber auch gut, dass es in den Ohren gescheppert hat, dass mir Hören und Sehen verkannt. Ich hatte Ohrenschmerzen, ich war müde, ich war nicht mehr konzentriert. Wir sind dann 10 Stunden oder fast, ja, 10,5 Stunden auf dem Motorrad gewesen. Wir haben da 350 Kilometer circa gefahren. Du kannst ja auch nicht, die Berge fährst du halt nicht mit 100 hoch oder so. Von daher viel Zeit für wenig Strecke. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war noch, dass es halt, seit letzten Donnerstag habe ich Probleme mit den Ohren. Ich hatte schon, wenn du meine Frau fragst, schon immer Probleme mit den Ohren. Aber jetzt wirklich, also ich habe auch stellenweise noch Ohrenschmerzen, war heute beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und ja, muss jetzt hier so Nasentropfen benutzen. Das muss ich, und ich soll aber so Nase zuhalten und pusten. Habe ich ja schon immer gemacht, aber es ging nicht wirklich weg. Also es ist immer noch so wie Watte im Ohr. So ganz komisch, so pelziges Gefühl im Ohr. So ganz beschissen. Also ich höre mich auch selber nicht so gut reden. Wenn meine Frau mir spricht, geht es schon besser. Aber
wisst ihr, was ich meine? Man hat ja auch so ein inneres Ohr, man hört sich ja auch selbst reden. Und das ist bei mir gerade halt richtig blöd. Ich höre mich so dumpf irgendwie, also wie getemmt so. Naja, so, dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich das mit den Ohren wieder in den Griff kriege. Dann wird auch wieder gestreamt. Ich habe schon Bock wieder auf Darkov und so. Das wird mir noch kommen. Oder es kommt wieder, natürlich. Und bloß bei so einem gehörintensiven, also Spiel, wo du wirklich auf Geräusche achten musst, möchte ich schon gerne was hören und nicht irgendein dumpfes Gemampel. Ja, Videos gibt es auch wieder. Motorradvideos und ja, Tarkov und vielleicht noch. Ich habe ja noch zigtausend andere Scheiße aufgenommen, die ja auch noch geschnitten werden möchte. Gut, nur dass ihr Bescheid wisst, kurze Info so von mir zurück, der alte Matze. Und folgt mir endlich auf Instagram. Mehr, bitte, mehr. Weil da gibt es nicht nur Zockerei, da gibt es auch halt den Matze privat mal zwischendurch. Einfach so. Zum Spaß. Bis dahin. Tschüssi.